und herzlich willkommen bei euch zu Hause im Wohnzimmer, bei uns hier im Kulturladen St. Georg. Wir haben uns hier versammelt, zwei ganze Haushalte. Hier sitzt Nennert, hier sitzt Jenny, sie wohnen zusammen, ich wohne alleine und ich mache auch gleich die Fliege, weil wir wollen die nämlich gleich spielen sehen. Ihr seht, sie haben Instrumente mitgebracht. Eine Gitarre, eine Ziehharmonika darf man ja nicht mehr sagen, es heißt Akkordeon. Wer schon mal bei uns auf dem YouTube-Channel war, hat vielleicht auch gesehen, dass Nennert auch schon mal alleine hier mit seinem Akkordeon sehr, sehr interessante Musik gemacht hat. Heute wird es ein bisschen anders, das ist nämlich das Duo Githarmonika. Liegt vielleicht an den Instrumenten der Name, könnte sein. Genau, und wir haben uns hier auch ein wenig gemütlich gemacht. Wir haben einen Tisch mit Wasser, mit Wein. Wir wollen Musik hören und wir wollen natürlich, dass ihr das so gut findet, dass ihr uns auch etwas spendet, damit wir unsere Künstler auch ein bisschen bezahlen könnt. Wenn ihr auf unsere YouTube-Kanal Frontpage geht, dann seht ihr da oben den Better Place Link. Das ist eine Spendenplattform, wo ihr uns gerne spenden könnt. Wenn ihr uns nichts spenden könnt, dann wollen wir trotzdem, dass ihr zuschaut, weil wir wollen einfach, dass weiterhin Kultur stattfindet, auch in Corona-Zeiten, auch in Pandemie-Zeiten, damit wir nicht vergessen, wie schön das ist und damit wir daran denken, dass wenn diese Pandemie vorbei ist, dass wir dann alle wieder hierher kommen in den Kulturladen St. Georg, in die Alexanderstraße 16, um die beiden hier dann auch nochmal live im Publikum erleben zu dürfen. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in den nächsten 45 Minuten und übergebe das Wort und den Ton an Githarmonika. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Nennert und das ist meine liebevolle Ehefrau Jenny. Wir sind das Duo Githarmonika, was natürlich, wie Sonja schon erwähnte, über unsere Instrumente was sagt. Dazu muss ich aber auch was sagen. Ihr habt ihr bestimmt gemerkt, dass hier auch ein Schlagzeug und etc. an weiteren Instrumenten erklungen hat. Das bedeutet nicht, dass im Hintergrund ein Orchester bei uns hier Auftritt macht, sondern dass ich ein elektronisches Akkordeon spiele, was die Leute gerne mit einem Keyboard vergleichen, wozu ich natürlich eine Riesenanmerkung habe, ist ja kein Keyboard, ist ja zwar elektronisch, aber im Unterschied zu Keyboard hat es einen Balg, was das normale Akkordeon auch ausmacht. Also man kann sich damit direkt ausdrücken, indem man lauter und leiser wird. Das ist ein Riesenunterschied zu den elektronischen Keyboards, aber Ähnlichkeiten gibt es schon, nur man darf das einem Akkordeonisten nicht so direkt sagen, weil dann steckt man das direkt mit den Keyboards mit in eine Schublade und da bin ich überhaupt nicht einverstanden. So, jetzt gibt es von Jenny was Schönes. Das eben gerade, was wir gespielt haben, war ein Stück aus Serbien, von einem Popstück von einem serbischen Liedermacher aus Montenegro. Das klang etwas südamerikanisch, das auf jeden Fall hat es diesen Flair und somit machen wir weiter. Wir wechseln uns auch heute ein bisschen ab und Jenny hat für euch ein klassisches Stück für Gitarre, das Danza Brasileira heißt und dann wird sie das jetzt vorspielen und ich wünsche euch mal viel Spaß dabei. So, jetzt auch von mir nochmal Hallo. Wir wechseln uns heute nicht nur mit dem Spielen ab, sondern auch mit dem Sprechen.
Und jetzt habe ich ja gerade was alleine vorgespielt und freue mich übrigens total, dass ich heute ein Mikro habe. Wenn wir alleine zu Hause proben, habe ich immer kein Mikro und muss mich immer sehr anstrengen, um gegen dieses schöne Akkordeon, was aber sehr laut manchmal ist, anzukommen. Und heute kann ich ganz entspannt spielen. Und jetzt bin ich aber einmal ruhig und gehe gleich auch aus dem Bild, weil wir bleiben im Südamerikanischen und Nennert spielt jetzt Tico Tico. Thank you.
So, das war das Tico Tico aus Brasilien, ein traditionelles Stück. Jetzt switchen wir weiter, aber bleiben dabei in Südamerika und spielen ein ruhiges Stück zum Genießen. Am besten die Augen zumachen und einfach genießen. Das Oblivion von Astor Piazzolla. So viel zu dem Programm, der sich ein bisschen ernsthaft jetzt angehört hat. Jetzt werden wir nicht mehr so ernst und spielen ein
Popstück, das hier in Deutschland vor 2 Jahren der Hit wurde und heißt Je ne parle von Namika. Jetzt bist du auch mal dran mit den Ansagen. Kleine Diskussion ums Mikro. Wie zu Hause. Kommt jetzt. Bin ich dran? Bist du dran? Wer ist dran? Ich bin dran. Ah ja, okay, gut. Dann kommen wir jetzt, wir bleiben in der poppigen Schiene und kommen jetzt zu einem Nummer 1 etwas, glaube ich auch, 2017. Wir gehen ein bisschen zurück. Und der Song heißt Havana. Thank you.
Dagegen kommt ein älteres Stück, was ich gerne als Evergreen bezeichne. Das ist das Stück Macarena. Also, falls ihr jetzt zuschaut, könnt ihr mal zu Hause mittanzen. Ich würde mich darüber freuen, obwohl ich das ja gar nicht sehe. Dann geht es hier weiter. Und zwar, jetzt gibt es ja was ganz anderes. Jetzt wechseln wir plötzlich zu einem deutschen Schlager aus den 80er Jahren, was wir schon in der Vorschau hatten, falls ihr das gesehen habt. Das ist 99 Luftballons von Nena. Da muss ich ja auch mal was dazu erzählen. Mein Name ist Nennert. Jedenfalls, wenn das gelesen wird von einem Deutschen, wird es als Nenad gelesen. Ne? Und dann sagen die mir ganz oft, ach ja, das erinnert ja an diese Nena mit 99 Luftballons. Und dann kann ich immer sagen, ja, da bin ich sehr erfreut drüber. Thank you.
das waren die 99 Luftballons. Genau, Prost. Und wir bleiben jetzt weiter in der deutschen Musik, wenn man das so sagen kann. Aber wechseln den Interpreten. Es kommen jetzt noch zwei Lieder von Udo Jürgens. Und eins davon, das erste, was wir jetzt spielen, heißt Ich war noch niemals in New York. Und das stimmt tatsächlich. Da war ich wirklich noch nie. Ich auch nicht. Thank you.
Wir hoffen, dass unser Konzert, unser kleines Konzert euch mal gefallen hat. Und hiermit bedanken wir uns an das Kulturteamladen mit Sonja als Moderatorin und Jakob als Tontechniker. Vielen lieben Dank, dass ihr uns immer hier ganz warmherzig empfängt. Das macht Riesenspaß, bei euch zu sein. Wir verabschieden uns mit einem Lied, weshalb ich eigentlich die ganze Zeit Wein trinke. Ein griechischer Wein von dem Udo Jürgens. Dann viel Spaß und zum Wohl, bleibt hier alle gesund. Genau. Auch von mir nochmal viel Spaß jetzt mit dem letzten. Leider schon, es geht immer so schnell. Aber wir sehen uns bestimmt bald wieder auch in live und hoffentlich. Bleibt gesund, macht's gut.